Heute werden wir mal wieder über ein leistungsstarkes Tool reden, das deine Produktivität auf ein neues Level heben kann. Obsidian. Obsidian ist eine plattformübergreifende Notiz- und Wissensmanagement-App, die auf der Idee des bidirektionalen Linkens basiert. Wenn du dich jetzt fragst, was bidirektional bedeutet, das heißt, du kannst von einer Notiz auf die andere verlinken und umgekehrt. Obsidian ermöglicht es dir, deine Gedanken zu organisieren, Ideen zu verknüpfen und ein umfassendes Wissensnetzwerk aufzubauen. In diesem Video wollen wir dir also zeigen, was ist Obsidian? Welche Kernfunktion bietet das Programm? Und wie kannst du es für deine Bedürfnisse individuell anpassen? All das klären wir jetzt. Das Zettelkastenprinzip nach Luhmann. Bevor wir tiefer in Obsidian eintauchen, lass uns kurz einen Blick auf das Zettelkastenprinzip werfen, auf dem Obsidian basiert. Ursprünglich von dem Soziologen Niklas Luhmann entwickelt, ist ein Zettelkasten ein System von Notizen, die miteinander verknüpft sind und es der Benutzerin, dem Benutzer ermöglichen, Ideen zu organisieren, zu entwickeln und zu verfeinern. Luhmann verwendete ein System von nummerierten Karteikarten, wobei jede Karteikarte einem spezifischen Gedanken oder einem bestimmten Thema gewidmet war. Auf jeder Karteikarte schrieb er kurze Notizen oder Stichpunkte zu dem jeweiligen Thema. Das Besondere an seinem Ansatz war jedoch die Verknüpfung dieser Karteikarten miteinander. Wenn Luhmann also eine neue Karteikarte erstellte, überlegte er, wie sie mit bereits vorhandenen Karteikarten in Verbindung stehen könnte. Anschließend machte er auf der neuen Karteikarte Verweise auf relevante Karteikarten. Dadurch entstand ein Netzwerk von Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Gedanken und Ideen, das es ihm ermöglichte, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und weiterzuentwickeln. Diese Methode half ihm, neue Erkenntnisse zu gewinnen, Theorien zu entwickeln und seine Forschung auf innovative Weise voranzutreiben. Die Kernfunktion in Obsidian. Während Luhmann noch sein Wissen auf ca. 90.000 Zetteln sammelte und verknüpfte, bietet Obsidian eine Plattform, die es ermöglicht, ein Wissensnetzwerk aufzubauen. Obsidian bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Möglichkeit, Notizen zu erstellen und miteinander zu verknüpfen. Also genau das, was Luhmann gemacht hat, nur in digital. Es unterstützt die Auszeichnungssprache Markdown, hat eine richtig gute Suchfunktion und ermöglicht es dir, deine Notizen lokal zu speichern und zu verwalten. Warum das Markdown-Format gerade in Open-Source-Lösungen eine gute Idee ist, haben wir dir schon in unserem letzten Video gezeigt. Schau doch gerne nochmal vorbei, falls du es noch nicht gesehen hast. Obsidian ist sowohl für Windows, macOS als auch für Linux-Betriebssysteme verfügbar. Den Link zur Installation findest du wie immer in unserer Infobox. Nach der Installation kannst du Obsidian nach deinen Vorlieben anpassen, zum Beispiel durch die Auswahl eines Themes oder du kannst deine Lieblings-Shortcuts auf der Tastatur belegen. Die Benutzeroberfläche von Obsidian ist intuitiv gestaltet und bietet einen schnellen Zugriff auf deine Notizen und Einstellungen. Zu den wichtigsten Bedienelementen gehören die Seitenleiste für die Navigation, der Editor für die Bearbeitung von Notizen und die Vorschau für die Anzeige von Markdown-formatierten Inhalten. Du kannst problemlos neue Notizen in Obsidian erstellen, indem du auf das Pluszeichen in der Seitenleiste klickst. Ein einzigartiges Merkmal von Obsidian ist es, diese bidirektionalen Links zwischen Notizen zu schaffen. Das bedeutet, dass du nicht nur von einer Notiz zu einer anderen verlinken kannst, sondern auch umgekehrt. Dadurch entsteht ein vernetztes System von Gedanken und Ideen, das es leicht macht, Zusammenhänge zu erkennen. Wir erinnern uns an Luhmann und seinen Zettelkasten. Deine eigenen Notizen kannst du auch mit Tags versehen, um ihre Auffindbarkeit zu verbessern. Tags sind ein leistungsstarkes Werkzeug zur Organisation von Notizen in Obsidian. Du kannst Tags verwenden, um Notizen nach Themen, Projekten oder Kategorien zu gruppieren. Außerdem ermöglicht Obsidian das Filtern von Notizen basierend auf Tags, um relevante Informationen schnell zu finden.
individuelle Anpassung durch Funktionen und Plugins. Obsidian unterstützt eine Vielzahl von Plugins, die zusätzliche Funktionen bieten. Du kannst Plugins über den Community Plugin Manager installieren und aktivieren, um deine Obsidian-Erfahrung weiter anzupassen. Einige beliebte Plugins für Obsidian umfassen Kalenderintegration, Mindmap-Ansichten, Taskmanagement und manches mehr. Diese Plugins erweitern die Funktionalität von Obsidian und ermöglichen es dir, es noch besser an deine Bedürfnisse anzupassen. Es gibt sogar ein Plugin, mit dem Aufgaben abhaken noch viel mehr Spaß macht. Party, Rabers Lieblingsplugin. Wir hoffen, dass dir dieses Video geholfen hat, Obsidian besser zu verstehen und zu sehen, wie du es in deine Arbeit integrieren kannst. Und wie genau du jetzt Obsidian nutzt, bleibt natürlich dir überlassen. Probier es einfach mal aus und schau dir die vielen Möglichkeiten an. Danke, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, und gib auch gerne diesem Video ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.